Du hast gesagt, das ist dein Traum. Wie kommt man auf so eine Idee? Vor allem, wenn ihr schon seit 15 Jahren dabei seid. Ja, tatsächlich hatte ich einfach mal eines Nachts die Idee und habe daran festgehalten. Und ja, Träume muss man irgendwie verwirklichen, ne? Und von daher... Unser Reden, oder? Ja. Du hast den Träumer dann geheiratet. Ja. Und es gibt Nachwuchs. Ja, genau. Ja, cool. So, gehen wir mal nach oben. Lukas, bist du bereit? Also ich bin schwer aufgeregt. Ja. Und freue mich immer mega. Boah. Okay, das ist mal ein Blick. Wie fett ist denn das bitte? Ich werde verrückt. Die Terrasse, Friso, guck Direkter mal. Blick auf die Burg. Wer hatte denn die Idee hier mit dem Moos? Ja, die kam auch eines Nachts, dass wir es umsetzen. Echtes Moos? Echtes Moos, genau. Wir werden es immer füttern mit ein bisschen Wasser und schauen, dass das jetzt immer schön grün bleibt. Und wir haben mehrere Zimmer. Lukas, geh mal hoch. Ich glaube, da könnte man... Ich schlafe sogar oben. Mal sehen. Ja. Ja, kannst du dich entscheiden, ne? Das habt ihr alles selber gemacht. Ja. Ja, also den Rohbau natürlich nicht, aber von der Erde, vom Fundament bis jetzt der Innenausbau, das haben wir alles selber gemacht und die Möbel selber designt und ausgesucht und vieles, vieles wirklich selbst gebaut. Ah, guck mal. Oh. Guck mal, Lukas, das ist nämlich auch was für dich. Da kannst du morgens hier schön mal in den Wald gucken. Mal in den Wald gucken. Und den Lucky einen kleinen Lucky sein lassen. Super. Das direkt nach der Dusche hier. Ich habe gesehen, es gibt noch eine Tür. Ja, schaut mal rein. Oh. Ja, ey, komm. Das ist ja jetzt... Was ist das hier für Angeberzimmer? Ich würde hier sofort einziehen. Was ihr hier geschaffen habt, das ist echt krass. Wirklich. Das ist Wahnsinn. Schön, dass es euch gefällt. Jetzt ist ja wirklich so, Lukas ist der Erste, der drin schlafen wird? Absolut der Erste, ja. Noch nicht mal wir haben drin geschlafen. Das nicht mal ehrlich. Nein, wir haben die letzten Tage so viel geschuftet und gearbeitet, dass das heute so schön aussehen wird. Ja. Das stimmt. Ist eine Ehre hier. Hat sich gelohnt. Eine Sache müssen wir noch wissen. Was kostet eine Nacht in diesem Haus? 265 Euro. Ja. Ich meine, ich sehe, man kann da sehen, was das hier alles gekostet hat. Also Wahnsinn, was sie hier gemacht hat. Dankeschön. Okay, Luki, du ziehst mal ein und dann ein bisschen schön, würde ich sagen. Also Friso, ich vielen lieben Dank, Leute, dass ich der Erste sein darf. Echt ja, irre. Wahnsinn, was hatte ich noch nie. Ja? Bin gespannt. Dankeschön. Ja. Ich mache mir das mal gemütlich. Ja, mach's gut. Ja. Tschüss, Luki. Tschüss. Tschüss.